Der Gerätetester Bennig SD750A prüft ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel nach DIN VDE 701-702 und elektrisch-medizinische Geräte nach DIN VDE 751-1. Grundlage für die Prüfung mit dem Bennig SD750A ist eine logische Datenbankstruktur. Zu jedem Prüfling sollte durch die Gefährdungsbeurteilung der Prüfablauf und das Intervall zur Wiederholungsprüfung bekannt sein. Die Grafik zeigt eine mögliche Struktur. Es ist möglich, vorhandene Datenbanken weiter zu nutzen. Daten können importiert werden aus der Software Bennig PCWin 700, aus einer Excel-Datei oder der Software Fluke DMS. Wir entscheiden uns für das Anlegen einer neuen Datenbank und speichern diese unter dem Namen Muster. Wir legen einen Kunden bzw. die erste Unterstruktur an. Die Prüflinge werden angelegt. Die angelegte Datenbank kopieren wir auf die SD-Karte des Bennig SD750A. Die Datenbank steht nun dem Gerätetester zur Verfügung. Über die Automatikprüfung erreichen wir die Datenbanken auf der SD-Karte. Es muss die gewünschte Datenbank ausgewählt werden. Mit dem Barcode-Scanner wird schnell und einfach der aktuelle Prüfling gefunden. Die Sichtkontrolle muss bestätigt werden, damit die automatische Prüfung starten kann. Nach dem Anschlusstest geht die Prüfung gleich automatisch in die Niederohmmessung mit einem Prüfstrom von 200 mA über. Hierbei wird der Prüfstrom von 200 mA plus und 200 mA minus berücksichtigt. Weiter geht es mit der Isolationswiderstandsmessung. Hier haben wir eine Prüfspannung von 500 Volt vorgewählt. Um den Schutzleiterstrom im Differenzstromverfahren zu prüfen, betätigen wir die Starttaste, Netzspannung wird aufgeschaltet. Bei dieser Prüfung wird der Prüfling in Funktion gesetzt. Am Ende der Prüfung wird uns das komplette Ergebnis angezeigt. Wir können uns die Messergebnisse noch einmal anschauen. Bevor wir diese dann letztendlich mit der Taste Speichern auf unsere SD-Karte ablegen. Dann können wir sofort zum zweiten Prüfling übergehen. Als zweites prüfen wir eine Verlängerungsleitung und scannen hier auch erst den Barcode ein. Alle Daten für die Prüfung der Verlängerungsleitung sind hier hinterlegt. Wir haben hier den Prüfablauf 14 Leitung Schuko ausgewählt. Nach dem Anschlusstest muss ich die Verlängerungsleitung über die Kaltgeräteleitung verbinden und starte meine Prüfung komplett. Bitte achten Sie auf die Anweisungen im Display. Die Verbindung der Kaltgeräteleitung muss getrennt werden, bevor die Prüfung fortgesetzt wird. Am Ende der Prüfung können wir uns wieder das komplette Ergebnis ansehen, was aus sämtlichen Ergebnissen und Messungen zusammengesetzt wird. Wir speichern das Ergebnis ab und das Ergebnis wird dem Prüfling auf der SD-Karte zugeordnet.
Wir prüfen eine dreiphasige Standbohrmaschine, den Schutzleiter, Widerstand und Isolationswiderstand prüfen wir über einen speziellen Adapter. Um den Schutzleiterstrom aktiv messen zu können, benutzen wir eine Leckstromzange und einen Adapter mit offenen Messleitungen. Hier muss ein Umbau durchgeführt werden. Wir schalten die Standbohrmaschine ein und starten auch unser Programm wieder. Das Ergebnis der Leckstromzange übernehmen wir über das Display in unser Messergebnis. Nun können wir die Prüfung beenden. Wir können uns nochmal alle Messergebnisse anschauen und wie wir hier sehen, ist das Ergebnis der Leckstromzange in unser Ergebnis des Gerätetesters mit übernommen worden. Wir speichern das Ergebnis ab. Zum Schluss möchten wir gerne die Protokolle unserer Prüflinge erstellen. Hierzu öffne ich die Musterdatenbank in der tabellarischen Ergebnisauflistung, markiere meine Prüflinge, von denen ich die Protokolle erstellt haben möchte und kann nun über den angeschlossenen Drucker oder auch über die Funktion Datenexport eine PDF-Datei meiner Ergebnisse erstellen. Die Ergebnisse habe ich nun in Form einer PDF-Datei zur Verfügung, kann diese ausdrucken und dem Kunden zur Verfügung stellen.